Yo Leute, was geht wieder mal so ab? Herzlich willkommen wieder mal zu einer Folge auf Global Europa mit dem kleinen Account. Yo, auch mal wieder am Start. Habe ich mir sowieso mal überhaupt gedacht, hey Junge, spiel mal wieder mit dem kleinen Account. Nee, weil der ist da schon ein bisschen, ja, Premium habe ich mir ja gekauft und alles. Und wenn der da jetzt einfach so rumhängt mit nichts oder nicht gespielt wird, bisschen doof, ha? Ich kaufe immer Sachen, lass sie ablaufen, das ist das Beste. Ich weiß, endgeil. Jo, auf jeden Fall geht's hier heute auf jeden Fall mal wieder richtig ab. Wir haben gerade eine Quest abgeschlossen. Ja, yeah, wir haben uns richtig gerade die Punkte abgeholt. Und ich mache mal hier meine Musik jetzt ein bisschen leiser machen. So. Gut, was haben wir denn jetzt gekriegt ungefähr bei der Belohnung? Was war das? 7,5 Mille EP, Uri, Credits, läuft. So. Jetzt, dann gehen wir heute ein bisschen jagen, hätte ich so halbwegs jagen gehen. Wir schauen mal so, was wir so auf die Reihe kriegen, ohne irgendwie zu verrecken. Schauen wir gleich mal auf die 1-3 und vielleicht können wir ja ein paar kleine Spieler abschießen. Weil ich brauche noch, habe ich noch eine Quest, aber noch ungefähr 6 Spieler. Und ich habe jetzt keinen Seeprom drauf. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade just for fun am Spieler killen. In der Hoffnung, dass ich jetzt einfach irgendwas umbringe. Und wird schon irgendwie hinhauen. Oder wird schief gehen. Leute, auf jeden Fall. Passt. So. Schauen wir mal, ob da was ist. So, Speed-Confi raus. Der wird mich auf jeden Fall zerficken. Ich sehe das schon, warum ich mich auf jeden Fall... Nein, ich hau da lieber mal ab. Den könnte ich sogar gleich kriegen, aber ich riskiere es jetzt nicht. Der hat doch ein bisschen viel... Ach, egal. Scheiß drauf. Alter, der stirbt sogar. Ah, jetzt hat er Spektrum. Jetzt hat er Spektrum, der Arsch. Ah ja, Spektrum, ich lasse das mal ablaufen. Zieh mal weg. So, wir hauen sich da jetzt gleich mal die gelben Raketen ran. Haben wir irgendwie eine Eis oder so? Ja, Eisraketen haben wir genug. Da oben ist noch einer, passt. Den holen wir sich ja auch. Komm her, mein Freund. Fliegt der zum G drauf oder was? Da oben ist irgendwie ganz viel los. 2-Sterner. Also so viel auch nicht. Ich hatte nur Angst gerade vom 2-Sterner. Scheiße! Na geh, ich hätte mich jetzt gefreut, da ein paar Kills zu machen. Was ist denn da los? Außerdem, warum ist denn hier das automatische Raketenschießen schon wieder weg? Danke. Ja, Leute, auf jeden Fall heute wieder am Questen, ein bisschen nur einen Blödsinn machen. Was soll ich sagen? Großer Account, ja, wird gerade viel an Punkten gemacht, an Ehre und so weiter. Kennt ihr ja sowieso, ist auch so. Und jo, jetzt hier im Kleinen einfach mal jagen gehen, die Quest noch machen, ansonsten muss ich nicht viel ersteigern. Ich scheite immer wieder. Hier gerade das Zeta habe ich noch immer nicht weitergespielt, das ist doof. Und am Großen hänge ich gerade eigentlich mit dem Piratenquest ziemlich hinterher. Komm mal da, was ist da? Mein Schiff hängt bei dem mal wieder total hinterher, danke. Boah, ja, die schaffe ich sowieso nicht weg da. Alter, was ist mit der Pet los? Hallo? Hallo, hörst du auf? Danke. Ja! Auf jeden Fall wieder alles voll für den Arsch. Jawohl, ein kleiner Spieler. Den krieg ich. Den krieg ich. Den krieg ich. Den krieg ich. Den krieg ich, krieg ich, krieg ich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Er ist gleich tot. Er ist gleich tot. Ich habe keine Updates drauf, das muss ich euch auch mal gesagt haben, ja? Perfekt, ich bin der Killer. Alter, keiner hat irgendwie eine Chance gegen mich. Wie viel bringt mir die Quest überhaupt? Auch nur so die 7 Millionen. Alter, keiner hat irgendwie eine Chance gegen mich. Ich bin einfach der King auf den Maps. Ja, am besten ihr geht alle in Deckung, weil ich zerstöre euch alle. Ja, jetzt ist überhaupt letztes Jahr ziemlich wenige Videos von mir gekommen. Der Grund dafür, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt eben mitbekommen haben, dass ich jetzt vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen habe, was ich letztes Mal mit den Jungs hier so aufgenommen habe. So just for fun, haben wir so halbwegs versucht, eine Show zu machen. So einfach ein bisschen über Spiele reden. Wir haben das auch zukünftig vor, einfach über Spiele zu reden.
inklusive dann die auch einfach noch so Just for Fun zu spielen und einfach Blödsinn machen. Wie gesagt, das Video stelle ich ja auch nochmal als Link rein, damit ihr euch das anschauen könnt. Es wäre auf jeden Fall voll nice, wenn ihr da ein bisschen reinschaut. Vielleicht einen Kommentar da lasst, vielleicht beim nächsten Mal, was man da noch so machen könnte, weil ich will mich da auch noch verbessern. Und liebe Leute, vielleicht... Alter, Junge, du hast alle blauen Drohnen-Designs, was ist los mit dir? Sicher ein Bot oder so. Das wäre auf jeden Fall cool, ein paar vielleicht Tipps oder so noch da lassen. Und ansonsten kommen noch zukünftig solche Videos. Und jetzt habe ich nochmal den Fahnenverlauf. Genau, Verlosungen wollten wir auch schon bei dem ersten Video machen, aber ist sie nicht ganz ausgegangen, weil die Pakete nicht da waren. Aber beim nächsten Mal wird es schon Verlosungen geben. Also wir werden so Gamecards, DLCs, Spiele verkaufen. Verlosen. Also Leute, auf jeden Fall dann beim nächsten Mal einschalten. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall vorbei. Weil es wird dann zu den Videos werden Fragen gestellt. Dann von vorigen Videos oder sonst was. Wie, wo, was passiert ist. Und der sie dann eigentlich am schnellsten beantwortet. Ja, danke, dass du durchgesprungen bist, Arsch. Der hat dann natürlich eine größere Chance, das den Preis dann zu gewinnen. Ja, auch die gefragten Fragen dann beantwortet. Deswegen immer die Folgen schauen, die wir dann so immer raushauen. Ich meine, jetzt bis jetzt gibt es eh nur eine. Und ja, beim nächsten Mal passiert wahrscheinlich eh noch mehr Blödsinn. Ja, auf jeden Fall vorbeischauen würde ich mich echt freuen. Und ja, wir schauen jetzt noch, dass wir jetzt wieder noch meine Gegner bekommen. Für die Leute, die noch immer meine Terra-Folgen schauen, ja, es wird noch weitergehen. Ich werde mir jetzt das noch ein bisschen anschauen, jetzt wieder demnächst, dass ich da wieder ein paar Folgen davon zusammen bekomme. Es ist bei mir in letzter Zeit echt immer ein bisschen stressig, da ich jetzt einfach privat immer so viel tue und irgendwo bin und dann bin ich einfach auch meistens nur müde. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch hier nach der Folge schon pennen gehen, weil ich einfach müde bin und in letzter Zeit einfach extrem gern schlaf oder auch eigentlich schon so wenig zum Schlafen komme, aber weißt was, dein Trainingsschutz geht mir ja sowas aus von am Arsch. Boah, ich krieg den nicht mehr, den Sack. Gib mich das an. Ich warte jetzt da. Er ist auf jeden Fall durchgesprungen. Ich warte jetzt kurz da. Spring jetzt rüber vielleicht. Boah, der ist stark. Der ist stark. Der auch. Die sind alle stark. Boah, ich hätte dich so gern killen, einfach nur, weißt, Arsch. So ein easy Abschluss wäre das für die Quest. Ich mag es ja gern, mit einem kleinen Account auch so kleine Gegner zu töten, nur dass ich die Quest fertig bekomme. Was ist da? Alter, ihr seid ja alles so gut ausgerüstet, oder du hast sogar eine Bohrformation. Junge, 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 was ist los? Oh, ich bin da eh ein richtig schlechter Spieler. Meine Güte, ich streng mich nicht einmal an. Mich wundert's ja, ich bin noch nicht gestorben, Leute. Ich verschreie jetzt, ich bin jetzt noch nicht verstorben. Alter, was ist denn heute los? Verkaufen, verstorben. Ich hab's jetzt mit diesen ganzen Verben da, Alter, mit diesen... Gibt's das auch? Na. Da bin ich gleich richtig wüt. Bei sowas, nein, echt nicht normal. Was ich gerade für einen Blödsinn mache. Oh, ich bin noch nicht verstorben, das musste ja auch mal gehen. Alter. Ich bin noch nicht gestorben. Draufgegangen in dieser Folge. Eine Quest haben wir ja gleich fertig gemacht mit den Krisos. Jetzt will ich irgendwie noch die Jagdquest schon. Bitte lass noch irgendwo ein paar gute Gegner sein. Ich würde mich echt so freuen, wenn noch irgendwo was ist. 4 Spieler, dann ist wieder eine Quest fertig. Ja, mit dem großen Account leider bin ich auch gerade wieder derzeit mit den Sternen zu holen. Mache jetzt ungefähr jedes Wochenende so die 500.000 Rangpunkte. Also langsam komme ich dem Ziel doch wieder näher, weil ich das jetzt, ich halte das jetzt ungefähr schon so 2-3 Wochen so ziemlich gut. Mal schauen, ob ich mich auch wirklich noch oft dran halte. Wir werden das dann sehen. Wenn es halt kurz auf der Erg ist. Ah, da geht, jetzt geht alles auf mich.
Jetzt geht alles auf mich. Wir fliegen gleich nochmal mitten ran die Map hier, um zu gucken, ob wir da noch einen Gegner finden. Wäre auf jeden Fall cool. Auf Global Europa ist auf jeden Fall wesentlich mehr los als auf Deutschland 1. Kann ich hier bestätigen, Alter. Ich bin hier auf der Map jagen und das ist, ja, nicht schlecht. Mit einem kleinen Account bin ich überhaupt hier extrem gern jagen. Deswegen gehe ich aber auch nur kleine Spieler jagen. Vielleicht, wenn der Account hier mal besser wäre, könnte ich auch die großen jagen gehen. Wie gesagt, das Täter muss ich mal machen. Aber das zahlt sich echt, weil das echt extrem lang dauert mit so einem kleinen Schiff. Aber sollte ich schon schneller gehen mit Falter und so, was ich mir jetzt zugelegt habe. Das Deppert euch schaffe ich jetzt aber auch nicht. Boah, wenn ich... Alter, irgendwie traut sich hier keiner was. Wenn ich so ein großes Schiff bin, hätte ich sofort das Alien verzieht und hätte den kleinen geholt. Nicht schlecht, ne? Irgendwo ist da nochmal ein Spieler. Irgendwo. Komm mal, Pet. Da ist er. Hi. Das wär's jetzt gewesen, wenn man der noch abgehört wäre. Das wär's gewesen, genau. Das wäre jetzt sowas von gewesen, wenn mir der Typ abgehört wäre. Boah, ich wäre halt auszuckt. Oh, leider, ich sag's euch. Global Europa und Jagen ist anstrengend. Da muss man sich richtig konzentrieren. Na, was fehlt mir denn hier? Also, voll LF3-Laser ist er ja schon. Alle Irise habe ich jetzt auch schon. Mit den Zetas bin ich dann eigentlich auch noch recht gut dran. Den würde ich mir jetzt auch noch gerne holen, den kleinen da, hm? Genau, dich würde ich mal gerne holen. Ja, ja. Dann ist meine Quest auch fertig, mein Freund. Ja, ja, ja. Gib mir, gib mir, gib mir! Quest fertig! Nice! Woo! Alter, sammle 100 Millionen Erfahrungspunkte. Wir haben die 100 Millionen Marke geknackt. Easy peasy. Easy. Gut, das heißt, wir können kurz auf die andere Map fliegen und die Queststation öffnen. Das wäre extrem cool. Oder jetzt bei Postal Darkums fehlen auch nur noch. Ich muss denn überhaupt schon. Habe ich. Ein Level Up habe ich jetzt aber nicht gemacht, gell? Nein, 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 nein. Das. Ist noch ein bisschen... Ah, deine Pet hat Level 8 erreicht. Alles klar, das heißt, jetzt kann ich mir endlich das Kamikaze-Gear gönnen, Alter. Leute, ich kann mir endlich das Kamikaze-3er-Gear gönnen. Perfekt, das heißt, die Folge hat sich eigentlich voll gelohnt. Ich kann mir endlich das Kamikaze-3 kaufen. Mit Level 8 kann das offiziell in die Pet eingebaut werden. Und wir haben keine Probleme mehr. Jetzt kann ich endlich die ganzen Aliens etwas schneller schießen mit Kamikaze. Boah, da wären Alpha, Beta, Gamma geht's gleich viel einfacher. Yeah. So, gib mir. Was hast du schon jetzt noch für mich heraus? Täglich. Achso. Ja, als ob ich das schaffe. Event. Achso, normale Mission. Ha, bleib mal lieber mal bei dem normalen Zeug. Zerstöre. Ja, R-Zone, genau. Als ob ich schon in die R-Zone möchte und irgendwas töten. Uber. Nee. Aber possible ohne 5. Oh, das gibt alles noch so wenig. Was müssen wir machen, die Quest? Ja, komm, noch etwas halbwegs leichteres. Wäre urgeil. Noch geht's derzeit noch ein bisschen leichter. Ein bisschen leichter, eventuell noch, ja. Urcool wäre das von euch. 3000 Uri, 10 Zibelone, 3 Boss. Besuche Map 4. Zerstöre feindliche Spieler 10. Ja, die können wir eigentlich machen. Was nehmen wir denn gleich noch an? Ja, die ganzen Erdzone-Quests oder Schleichzeug, die will ich nicht. So, ob ich das jetzt schaffe, die Quest oder Ubers, das ist wahnsinnig. Boss. Ja, oh, da die Sibylonen-Quest kann man machen. Easy going. Alles klar. Gut, liebe Leute, ich mache eine kurze Folge, weil ich versuche jetzt hier noch weiter zu schießen. Danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, gell? Daumen nach oben, guckt beim anderen Video noch vorbei. Ganz wichtig, ja, Verlosungen kommen da noch zukünftig. Video, Feedback, alles rein, was nur so geht. Danke auf jeden Fall, dass ihr in dieser Folge wieder reingeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Kennt's mich ja. Und jo, reingehauen, wieder schauen. Schreibt in dieser Folge noch an, ob ihr nächstes Mal großen Account wieder haben wollt oder kleinen Account. Und jo, reingehauen, wieder schauen. Servus, derre.